So Leute, Servus auf Vitas Channel und herzlich willkommen zu einer oder zu einem neuen Video. Ja, hier mit der Ducati Diavel 1260S. Wer mehr Infos zu dem Motorrad haben will, der sollte sich das Testvideo anschauen auf meinem Kanal. Für alle, die es nicht sehen wollen, kurzer Umriss. Wir haben hier einen V2 mit 1262 Kubik, 162 PS und 129 Newtonmeter. Das ist die S-Variante. Das ganze Ding gibt es auch noch in einer schlechter fahrwerkstechnisch ausgestatteten Nicht-S-Variante. Und es gibt auch noch eine X-Diavel. Das ist aber eigentlich ein anderes Motorrad, das noch mehr Cruiser, noch mehr Chopper ist. Ja, wir schauen uns heute mal an, wie dieses Ding so beschleunigt von 0 auf 100 und was das Ding so 100, 200 macht und wie das Ding, wie schnell denn so eine Diavel läuft. Ich glaube, da wird es nämlich ganz, ganz große Überraschungen geben, weil wenn das Ding was können sollte, ist es geradeaus fahren, wobei das Ding auch echt schnell in Kurven zu bewegen ist. Das ist nicht zu unterschätzen. Und ja, dann würde ich sagen, quatsche ich gar nicht weiter rum, sondern wir schwingen uns aufs Motorrad und dann schauen wir mal, wie das Ding so beschleunigt. So, leider hat mein Mikro verrückt gespielt, drum muss ich das jetzt nachvertonen. Wir sehen uns jetzt hier zum ersten 0 auf 100 Versuch. Ganz wichtig zu sagen ist immer, dass man das natürlich im Sportmodus machen muss, um hier die besten Einstellungen von der Traktionskontrolle zu haben. Und dann geht's los. So, und dann würde ich sagen, hauen wir gleich den zweiten Versuch hinterher. Wir wollen ja keine Zeit verlieren. Ja, und was mir nach den zwei Versuchen deutlich aufgefallen ist, ist, wie einfach das Ganze ist. Also ich hatte schon lang kein Motorrad mit so einer Leistung, oder besser gesagt noch nie, wo du wirklich dich getraut hast oder auch im ersten Gang Vollgas geben konntest. Also es ist wirklich sehr einfach, dieses Motorrad zum Starten. Und ja, nach kurzer Zeit habe ich auch rausgefunden, wie die Launch Control funktioniert. Und ich habe es natürlich auch ausprobiert und das schauen wir uns jetzt zusammen an. Lassen wir mal kurz das Auto vorbei. Ich habe nämlich herausgefunden, wie die Launch Control funktioniert. Gibt es hier oben den Knopf, den drücke ich jetzt einmal. Available Launches. Ja, ich habe vorher schon probiert, ich habe aber nicht mehr gestartet, der zählt ihn trotzdem. Ich probiere jetzt mal Level 2, das ist die goldene Mitte, ich habe keine Ahnung, was passiert. Dann halten wir hier den Knopf. So, jetzt räumen wir mal kurz ein bisschen in die Straßenmitte, weil ich keine Ahnung habe, was passiert. Pull the clutch, engage first gear, haben wir gemacht. Und open throttle fully. Ein richtiger Pussy-Start. Was? Wir probieren das jetzt gleich nochmal. Junge, aber die dreht fällt ganz schön hoch. Ja, leck mich am Arsch. Boah, da brauchst du schon da brauchst du echt Eier. Wollen wir jetzt gleich nochmal probieren. Ich war echt ein bisschen zu sanft, das mit der Kupplung, weil ich keine Ahnung habe, was da passiert. Nicht, dass ich mich ins Orbit schieße. Junge, das schiebt der Vergönte. Das so. So, jetzt haben wir auch einen Leerlauf. So, es kommt gar nichts. So, also nochmal hier drauf drücken. So, jetzt haben wir natürlich nur noch einen. Level 2. Ich habe keine Ahnung, was der Unterschied ist, aber ich fand das jetzt schon krass. So, Kupplung, erster Gang. Junge. Ja, ja, kann man so machen, aber ich hätte es geiler gefunden, wenn dieser Drehzahlbegrenzer oder halt diese Begrenzung von der Drehzahl so richtig so, das fände ich noch geiler, wie wenn es so, ich bin wirklich glücklich, dass ich im Nachhinein noch rausgefunden habe, wie die Launch Control funktioniert, weil das nämlich wirklich absolut eigene und geisteskranke Erfahrung ist auf dem Motorrad. Also es ist wirklich wahnsinnig, wie dieses Motorrad beschleunigt. Und wenn man nicht so zaghaft mit der Kupplung ist, dann kriegt man sogar Wheelspin am Hinterrad im ersten Gang, was total crazy ist. Ja,
Ich würde aber sagen, wir schauen uns jetzt an, wie dieses Motorrad im Nachhinein noch so auf der Autobahn beschleunigt hat. Und dann viel Spaß dabei. Auf so einem Ding. WTF, Alter. Junge, das fühlt sich so absolut geisteskrank strange an, weil du dich irgendwie ja beim normalen Motorrad ja so nach vorne liegst, jetzt hockst du aber halt so wie auf dem Sofa in der Richtung und dir drückt den Wind in die Fresse vom anderen Stern. Ja, was, Alter? Das ist ja so anstrengend. Ihr leck mich am Arsch. Und jetzt müssen wir noch einen Gang runter und gib ihm. Yalla, Baby! Boah, das schiebt schon echt ganz anders! Digga, aber warum der Blinker nicht ausgeht, das ist immer ein bisschen komisch. Aber dieses andere Schnellfahren, Alter, auf der linken Spur. Komm jetzt. Digga. Oh Gott, Alter. So Leute, gehen mir so auf den Keks, Mann. Jetzt wäre es aber geil, wenn du mich vorbeilässt. Nee. Immer noch nee. Immer noch nee. Digga, also. Jetzt kriege ich aber bald einen Vogel, Alter. So, jetzt aber. Jetzt ist aber. Jetzt ist aber frei. Windschmiedel. Komm jetzt. Gib ihm. Jalla. Zack, zack. Windschenskinder, ey. Und da haben wir es wieder, die Diabel klappt die Spiegel automatisch an bei der Geschwindigkeit. Ja, also das muss man wirklich sagen, das ist für so ein, keine Ahnung, Tourer in die Richtung, das ist schon der absolute Wahnsinn. Ja, ihr habt gesehen, wie schnell das Ding läuft. Ja, über 270 Sachen rennt das Teil. Also wirklich absoluter Wahnsinn, weil ich, also unglaublich, wirklich unfassbar,
dass so eine Art von Motorrad so schnell fährt. Es ist wirklich der Wahnsinn, es beschleunigt unfassbar schnell und auch alles total einfach. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Also ich glaube, in so Sachen Beschleunigungsrennen bist du mit sowas schon echt sehr gut bedient, weil es halt so einfach zu beherrschen ist und auch so einfach sehr schnell beschleunigt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst das große blauen Daumen da und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich bald wieder auf meinem Kanal. Bis dahin, Servus auf dem Wieders-Channel.